Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft Legion. Auch wenn wir da noch gar nicht sind so richtig weit, aber wir sind hier bei einem kuriosen Wasserwerk der Gnome oder auch Nicht-Gnome. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal schon, weil die bauen ja hier alles Mögliche. Hier vorne haben wir auf jeden Fall eines dieser Dinger für die Alice. So, das war BD-816 Kriegsmaschine. Fehlt nur noch das Luftding, nur dass ihr mal gesehen habt, wie die Teile aussehen. Das war eins davon. Jetzt muss ich wieder irgendwie zurückkommen. Habe diverse Vorlagen auch eingesammelt. Und, ach ja, der Dingens hat sich gemeldet hier. Wie heißt der? Hütet euch. Ist es das hier? Nein, der ist auch nicht. Wo ist er denn? Die auch nicht. Ja. Muss doch der sein. Na, der eine hat sich wieder gemeldet hier. Hier ist er doch. Grenzt du der Verräter? Ich habe einen getötet gerade eben für den. Der Gnomkorder summt laut auf. Wunderbar, jetzt. Ich kann streichen noch einen Namen von meiner Liste. Ich werde mich melden wieder. Zack, zacks, Ende. Ihr bekommt. Okay. So, jetzt werden wir angegriffen. Ich, dumme Nuss, war teilweise AFK und dann haben die mich hier fertig gemacht. Ich bin gestorben. Oh. Hallo, Grüße. Ja. Hordenleute. Wir lassen uns netterweise in Ruhe. Finde ich gut. Ich habe kein Ziel. So, jetzt geht's wieder hier hoch und zurück. Ich hoffe, ich bin richtig hier. Kommst du mal? Hamlet. Hamlet. Ich habe Hamlet bei mir. Und wo ist Flöckchen? Da ist Flöckchen. Ich weiß nicht, was Flöckchen da gemacht hat. Flöckchen, du musst schon ein bisschen bei Mama bleiben oder Papa in dem Fall. Sonst wird das nichts. Ja, bevor ich jetzt hier weiter wie eine Irre rumlaufe, würde ich sagen, gehe ich dahin zurück, wo ich hin soll. Und hier brauchen wir noch das letzte mechanisierte Luftding. Boah, ist das weit am Schuss hier. Weit weg vom Schuss. Bis gleich, Leute, wenn ich die Quest abgebe oder das Luftding. Eins von beiden. Aber ich glaube, bei den Quests komme ich gleich an. Bis gleich. Ach, was soll's. Die Alice braucht doch unbedingt ihr Teil. Also bin ich da hingegangen und hier ist es drinne. Das letzte mechanische Luftdingsbums. Wofür auch immer. Haben wir eingesammelt. So, und jetzt kann ich natürlich alle Quests abgeben. Also nochmal bis gleich. Da wird sich die Alice aber freuen, würde ich sagen, wenn wir jetzt mal ihr alles wiederbringen. Da ist sie ja schon, die kleine Maus. Wir gehen mal runter von unserem Riesenschreiterhengst. Herr Bounce ist so traurig, wir müssen ihn glücklich machen. So, hier, bitteschön. Alice klatscht aufgeregt in die Hände. Herr Bouncer, alles wird wieder gut. Hurra, Alice setzt fachmännisch alle Teile, die eingesammelt hat, in Bouncer ein. Oh, Herr Bouncer, ich wusste es. So, ich will ihn jetzt mal sehen hier. Jetzt braucht Herr Bouncer nur noch einen Engel, der ihm als Navigator dient. Würdest du dieser Engel sein, Tante? Mit deiner Hilfe können wir auf die Klippe hinaus und ganz, ganz viele Hordis töten. Was sagst du da? Ach, bitte, Tante, bitte, bitte, bitte. Wenn wir genug Hordis töten, kauft Lord Brachweier uns allen ein Eis. Okay. Ja, okay, sie hat Herrn Bouncer wieder repariert, wie es scheint. Und wir dürfen jetzt mit dem Ding losstiefeln. Geht klar. Dann machen wir die mal platt. Finde ich gut. Komm, mach die mal platt hier. 2 von 5. Fünf von fünf. So, jetzt müssen wir die Goblin-Techniker töten. Wo finde ich die denn mal? Welche sind denn das? Sind bestimmt diese Kleinen hier, die da rumwuseln. Magische Anziehung. So. Boing. Ah, krass. Das ist ja witzig. Und dann kommen die alle und dann... Ja, okay. So, weg ist er. Wo sind denn die ganzen Kleinen hier? Das sind die. Das finde ich so witzig. Jetzt können wir die alle anziehen und dann... Boing.
Und weg mit denen. Ja, okay. Schade, dass wir die... Es macht Spaß, die so wegzukicken. Die kleinen Nervbacken. So, da wird sie sich freuen. Und als nächstes geht dann... Oh, hier ins Schlingendorntal. Hey, hey. Wo bleibt unsere nächste Instanz? Ich muss unbedingt gucken, wo wir die nächste Instanz überhaupt finden. Damit wir mal wieder ein bisschen mit anderen kämpfen können. So, jetzt erstmal hier der alte Eisenbock. Was geht euch durch den Kopf? Hütet euch vor Felskiefer. Habt ihr das Ungeheuer getötet? Ja, das war der Fisch. Wer hätte das gedacht? Ihr habt das Ungeheuer tatsächlich erwischt und abgemacht. Hier ist eure Belohnung. Seid auf der Hut. Okay, cool. Wir sind übrigens schon, ich vergesse es immer zu erwähnen, schon Stufe 35. Jawohl. Sehr weit sind wir schon gekommen. Da oben ist der nächste, wo wir es abgeben. Abgeben macht ja immer Spaß. Alles erledigt und so. Lord Wachweiler. Friede sei mit euch. Ein Held hat also ihre Pläne vereitelt, die Sach-Windfeste zu zerstören. Huh? Der Held wart ihr, Alexel. Ihr seid der Stolz der Allianz. Anscheinend habt ihr uns allen ein wenig Zeit verschafft. Ich muss Pläne schmieden für den Kampf, den vor uns liegt. Geht zu den anderen Einwohnern der Sherwin-Feste und bietet ihnen eure Dienste an. Ich werde euch rufen, wenn ich bereit bin, unsere Verteidigungsstrategie ins Leben zu rufen. Okay. Er hustet. Das ist merkwürdig. Ich habe da draußen mit dem Roboter gute Arbeit geleistet. Ihr habt mich ein wenig auf dem falschen Fuß erwischt. Ich wusste nicht, dass das kleine Mädchen so... Lord Brachweier zeigt auf seine Schläfe und macht kleine Kreise mit seinem Finger. Besonders ist. Naja, ist ja egal, wie die Sache erledigt wird. Nicht wahr? Habe ich recht? Wahrscheinlich. Wollt ihr ein Eis? Viel Glück. Okay. Das Steinkrallengebirge hat schon viele Schwierigkeiten miterlebt, Alexel. Aber noch nie mussten das Land und seine Leute so schlimm leiden. Die Horde wird uns alle vernichten, wenn wir sie nicht in Schach halten. Delnadris. So, und dann haben wir hier den Hauptmann. Das Licht sei Hauptmann mit euch. Kosak hustet schwach, war unterwegs zum Weberpass. Komm vom Basislager der Nordwacht-Expedition im Süden. Hinterhalt, nicht von Horde. Spinnen, große, hässliche, haarige, gemeine Spinnen. Dutzende in die Flucht geschlagen. Vielleicht Hunderte konnten nicht mehr zählen. Überwältigt von der Königin. Hat ein Stück aus mir herausgebissen. Bin nur um ein Haar lebend entkommen. Sterbe vielleicht. Mehr meiner Leute sind unterwegs. Muss sicheren Durchgang gewährleisten. Tötet Spinnenkönigin. Hauptmann Kosak wird bewusstlos. Seid vorsichtig. Okay. Ja, okay. Machen wir natürlich. Mein Gott, was ist denn hier noch wieder zu tun? Die Warum? Göttin segne euch. Auf die Zukunft vorbereiten. Alethea Brachweier. Vergiftete Reisende kommen um die Sherwin-Feste immer häufiger vor. Gerade vor ein paar Tagen fiel ein Hauptmann der Nordwacht den Spinnen der Weberkuhle zum Opfer. Er wäre an dem Gift gestorben, wenn ich kein Gegengift gehabt hätte. Leider ist mein Fort an Gegengift beinahe erschöpft. Während ihr nach Süden in Richtung Weberkuhle unterwegs seid, würdet ihr freundlicherweise einige Kluftmoos-Giftbeutel für mich besorgen. Ihr solltet sie von Kluftmoos-Spinnen erhalten. Ja, die Göttin schützt euch. Machen wir. Und da draußen müsste noch jemand sein, der was will. Sogar zwei. Es nimmt kein Ende hier. Ich nun Allah. Der große Kataklysmus hat im Herzen der Steinkrallengebirge eine Stadt der Hochgeborenen ans Licht gebracht. Ihr müsst euch nach Südwesten zu den Ruinen von Eldrazar begeben. Wenn ihr dort seid, durchsucht die Gegend nach uralten Relikten. Bringt die Relikte zu mir, damit ich sie untersuchen kann, Alexia. Los, wir dürfen den Arkanisten nicht warten lassen. Lebt wohl. Arkanist Valdurian. Der Zorn der Elementare hat im Herzen des Steinkrallengebirges eine Stadt der Hochgeborenen ans Licht gebracht. Direkt im Südwesten von hier hinter dem Sishir Canyon findet ihr die Ruinen von Eldrazar. In den Ruinen liegen Schätze, die seit 10.000 Jahren nicht von Sterblichen angerührt wurden. Nehmt dieses Gerät, benutzt es gegen die Geister der Hochgeborenen, die Ruinen bewohnen. Es wird ihre Seelen zur letzten Ruhe betten und außerdem wertvolle Daten sammeln, die ich später auswerten kann. Viel Glück. Ja, ja, was ich nicht hier alles schon wieder machen soll. Aber dafür kommen wir dann in neue Gegenden. Ist ja auch nicht so schlecht. Aber trotzdem... Ich werde jetzt einen Cut machen, damit wir etwas schneller im Questgebiet sind, wo wir Dinge sammeln sollen. Und wahrscheinlich lege ich auch schon mal ein bisschen los. Also, bis gleich. Oh, es ist ja genau das Richtige für mich hier mit Spinnen und so. Richtig schön. Hier krabbelt auch die Riesenspinne rum. Die anderen kleineren habe ich schon getötet. Hier läuft von der Hordenseite schon wieder einer rum. Wir lassen uns aber brav in Ruhe. Finde ich gut. Wo ist sie denn? Hier sind überall diese anderen. Ich habe schon einige von den Viechern getötet. Da ist sie ja. Die große Freundin. Machen wir mal die kleine Freundin kaputt.
Ja, dann wollen wir die mal töten, ne? Oh, schön. So, das haben wir erledigt. Damit ist das dann ja wohl Arkanes Vermächtnis. Was haben wir denn hier noch? Wo soll ich da hin? Da soll ich hin. Okay. Dann wollen wir mal weiter reiten. Das war das Spinnengebiet. Ja. In Wirklichkeit habe ich panische Angst vor Spinnen. Echt, ich bin da so phoebisch. Richtig schrecklich. Ich konnte das auch noch nie ablegen. Obwohl man ja vom Kopf weiß, dass sie ja nichts tun werden. Was ist das denn hier für eine große auch? Die sieht ja auch nett aus. Okay. Ja, vielleicht lassen die ja wenigstens irgendwas Cooles fallen. Ach, Flöckchen. Keiner tut dir hier was. Ich guck mal, ob hier irgendwas ist für uns. Ist irgendwas oh ja, wir haben bessere Stiefel. Das finde ich gut. Leder, Kette und ein Schwertvorlage. Ach, schön. Wunderbar. Vorlagen sind immer gut. Holen mal hier unseren Transmog. Können wir mal hier, ich habe viele Glücksbringer. Wollt ihr ein bisschen heilen und Kram verkaufen. Das kann weg, das kann weg, das kann jetzt auch weg. Was ist das? Müssen wir die Geschwächten sehen? Was weiß ich? Packe ich mal da oben hin. Und das dahin. Und das können wir ja eigentlich auch alles. Ja, alles nur Handwerksmaterial. Mana brauchen wir auch nicht. Und das auch nicht. Okay. Schön. All unseren Freunden viel Glück. Ja, das habe ich gemacht. Ja, das ist die Frage. Wie komme ich da am besten denn hin? Muss ich da irgendwie rum? Weil es geht ja irgendwie gar nicht lang. Geht's da irgendwo hinten rum? Von diesen kleinen Spinnen habe ich auch schon eine eingesammelt und gefangen. Ich mache nebenbei noch immer so Petkämpfe und so. Aber ich weiß nicht, wo ich hier am besten lang reite, ne? Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich muss da vorne lang. Da vorne lang und dann da so irgendwie rum oder so. Da ist doch irgendwie ein Weg, oder? Da vorne. Hoch. Ah, ich mache mal einen Cut, dann geht's schneller. Also, bis gleich. So, hier ist das Gebiet, in das ich gehen sollte. Genau. Und ich habe gerade schon den Quest erledigt mit dem Arkan Vermächtnis. Dafür musste ich immer so eine Kiste auf die Geister hier werfen und deren Seelen irgendwie befreien oder retten. Und hier sammle ich jetzt das letzte Relikt ein. Die liegen hier ja immer so rum. Irgendwie wissen die Leute immer nicht, auf ihre Sachen aufzupassen. Ja. Das macht es dann natürlich einfach für einen Reliktjäger. Ja, okay, greift mich ruhig alle an und das Spiel spinnt irgendwie auch schon wieder total. Schön. Möchte sterben. Jedenfalls so tun, als ob. Um dann wieder auf mein Vieh steigen zu können. Dankeschön. So. So einfach ist das. Wir reiten wieder zurück. Lasst mich mal in Ruhe mit eurem arkanen Zeugs. Weg geht es von dem Sishir Canyon oder wie auch immer man es aussprechen mag. Die Lichter verfolgen uns. Gebundener hochgeborenen Geist. Gnomkorder. Ja, meldet er sich eigentlich nochmal? Ich weiß es nicht. Gleich sind wir da. Zurück hier zu den Böcken. Weberpass. Da hinten sind die Spinnen. Die Spinnen dabei davor sich hin. Ab in die Wälder. So, und wo ist jetzt hier der Pfad zurück? Geht er da lang? Da lang? Da lang? Da lang? Kann ich da lang? Kann ich hier einfach hoch und... Nein, kann ich natürlich nicht. Oh Mann. Okay. Ich glaube, ich muss nochmal ordentlich außen rumlaufen. Ach ja. Ja, muss ich.
Einfach reiten, einfach reiten, reiten, reiten. So, entdeckt Mirkfallonsee. Okay, hier waren wir noch nie. Ist ja interessant. Ob man sich so einen Bock wohl auch als Begleiter zähmen kann? Ich weiß es nicht. Wir müssen hier auf jeden Fall so eine olle Runde drehen. Damit wir wieder auf unseren Posten zurückkommen. Ach ja. Ja, schön. Hier, Sherwind-Klippe mal wieder. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht hier total den Umweg gelaufen. Aber ich bin ja froh, wenn ich den Weg überhaupt finde. Von daher. Da vorne müsste ein Pfad auch wieder hochgehen. Ja, da kämpfen sie ja auch schon wieder. Das kennen wir ja schon. Okay, das sieht gut aus. Wo geht's hier hoch? Da geht's hoch. Ja. Sherwin-Feste, sehr schön. Da können wir da jetzt alles abgeben. Ganze 4 Quests sogar. Damit wir endlich mal ins Schlingendorntal kommen. Das wäre schön. So, hier stehen die beiden Nasen schon bereit. Habt ihr die uralten Relikte gefunden? Wunderbar, Kanist Baldoran wird außerordentlich zufrieden sein. Ich denke auch. Ich versichere euch, ihr Einfallspinsel, die Geister, die ihr gefangen habt, finden jetzt ihre Ruhe. Lasst euch nicht von ihren Protesten aus der Ruhe bringen. Ah, ich habe einen Erfolg bekommen. Jemand mag mich. Warum? Wofür? Ich weiß nicht, wofür ich den Erfolg bekommen habe. Ihr seid hier. Worauf wartet ihr? Eine persönliche gravierte Einladung? Lord Brach Weyer ruft. Na, geht zu ihm. Ja, okay. Die Göttin schütze euch. Kann man ganz locker bleiben hier. Nix im Briefkasten. Keiner schreibt mir. Keiner schenkt mir was. So. Erstmal hier zu dem Kranken. Schnell. Was kann ich für Hauptmann Kosak zwingt sich zu einem Lächeln. Macht euch um mich keine Sorgen. Jetzt, da der große Held die Spinnenkönigin getötet hat, wird alles gut. Verstärkung kann hier jetzt sicher passieren. Ja, ich denke auch. Voll gut und so. Eine mächtige Nachtelfe wie ihr wäre in Nordwacht wirklich von Nutzen. Wir haben eine Niederlage im südlichen Brachland einstecken müssen und benötigen eure Hilfe. Hättet ihr Interesse daran, der Allianz behilflich zu sein? Ja, klar. Die Bombe, ja, sie ist ein Problem, aber das Steinkrallengebirge zeichnet sich nicht gerade durch seinen Grundstückspreis aus. Diese Gegend war schon ein Drecksloch, bevor die Horde ihre Klauen danach ausgestreckt hat. Ich überlasse die Entscheidung euch. Wenn ihr uns im Brachland aushelfen wollt, nehmt mein Pferd Blaustahl. Er grast an der Kreuzung südlich von hier. Er wird euch an der ersten Orksperre vorbeitragen. Okay, cool. Das Licht segne euch. Jetzt will ich selber laufen. Schön, euch wiederzusehen, Alexia. Ich habe Neuigkeiten vom Mirkfallonsee. Speerkommandant Barrister Mikrofallenposten, genau. Mirkfallonposten im Nordwesten stationiert und hat die Bombe der Horde entdeckt. Der Heißluftballon von Gromgar, an dem die Bombe angebracht ist, befindet sich momentan bei der neuen Goblin-Tankstelle am Mirkfallonsee. Das könnte die Gelegenheit sein, die wir brauchen, um das Ding ein für alle Mal zu beseitigen. Nehmt eure 7 Sachen, Alexia, und macht euch auf den Weg. Speerkommandant Varus erwartet eure Ankunft am Mikro, genau, an der Mikrowelle. Mögen euch die Sterne. Genau. Genau. So, und jetzt nochmal hier für ihr Gegengift. Habt ihr die Giftbottle, um die ich euch gebeten habe, bekommen? Na klar. Das dürfte uns auf absehbare Zeit ein Gegengift versorgen. Ich danke euch, Alexa. Da freut sie sich ein Keks. Ascha. Hey, das hatten wir ja schon. Ich will das obere. Was führt euch hierher? Ich will mein Gedöns verkaufen. Falls ich welches habe, habe ich aber gar nicht. Die Göttin schütze euch. Gut. Südlich von hier. Wo ist denn jetzt sein Ross? Da unten müssen wir dann lang. Aber wir sollen ja auch da, wir sollen ja noch zum Speerkommandanten. Da gehe ich erstmal hin, also bis gleich. Was? Nach an Schwachköpfe. Schaut nur, wie ich hier rumlaufe und keine Ahnung vom nahen Ende habt. Ehre dem König, Freund. Okay. Ja gut, reg dich ruhig auf. Hallo Alice, hallo. Nein, sagt der Ork in Orgoma. Er gehört der Hort. Ich weiß auch nicht, was die hier labern. Bis gleich. So, endlich angelangt. Hier beim Mirkfallon-Posten. So, ein neuer Flugpunkt. Ich bin geehrt.
der sich wie nennt? Das ist der Mirkfallon-Posten Steinkrallengebirge. Alles klar. Erleuchte eure Gut, dann haben wir hier etwas zum Abgeben. Ich nehme einmal an, dass ihr den Heißluftballon von Krumgar auf eurem Weg hierher gesehen habt. Wenn nicht, lasst eure Augen untersuchen. Er schwebt direkt über der Ölplattform. Am Mirkfallonsee wimmelt es von der Horde. Die Goblins haben sich dort angenistet und sie werden erst wieder abziehen, wenn sie das gesamte Öl unter dem Steinkrallengebirge ausgesaugt haben. Zum Glück konnte ich einen Gnom einschleusen, der Informationen für uns sammelt. Wenn irgendjemand weiß, was es mit dieser Bombe auf sich hat, dann mein eingeschleuster Gnom. Geht zu den Schlickwerken im Norden und findet Minx. Sie hat sich als Goblin-Pumpenkontrolleur getarnt. Sucht in den Schlickwerken im... Ja, okay, gut, ja, ja. Und dann haben wir noch etwas. Braucht ihr etwas? Goblins, was wäre die Welt ohne Goblins? Das kann ich euch sagen. Sauber. Diese schmutzigen kleinen Unholde haben überall auf dem See Ölpumpen errichtet, mit denen sie das Öl im Steinkrallengebirge bis auf den letzten Tropfen abzapfen wollen. An jeder Ölpumpe steht ein Ölpumpenkontrolleur, der darauf achtet, dass die Pumpe läuft und nichts schief geht. Aber etwas wird schief gehen. Beseitigt die Goblin, kommt blub, ja, und kaputt machen. So, schon mal ein Hopp. Hobgoblin gesehen. Das ist wieder so eine eklige Schöpfung der Goblins. Nehmt einen Goblin, macht ihn noch hässlicher, fetter, größer und dümmer und heraus kommt ein Hobgoblin. Fügt dem noch einen miesen Charakter hinzu, dann versteht ihr das Problem. Diese Trampel lungern an den Schlickwerken und am Mirkfallonsee herum. Die Goblins setzen sie als Wächter ein. Mögen die Reisen sicher sein. Okay. Ja, natürlich werden wir uns darum kümmern. Schön, dass wir hier so gut vorankommen, vor allem mit Flugpunkten und so. Weil man ja nie weiß, wo es nochmal zurückgeht. Ich frage mich, wo die Instanz hier ist, mit den Goblins auch, die ich gemacht hatte, aber aus Versehen dann doch nicht hochgeladen habe, weil ich die Datei ja gelöscht hatte. Hatte ich in dem Instanzenvideo in die Kommentare auch geschrieben. Jetzt können wir die hier töten. Nein, nicht, aber wir sollen hier etwas anderes machen. Doch, ich soll das einsammeln. Okay, das sind die Viecher, ne? Genau. Trampel getötet. Okay. Ja, wie ihr seht, habe ich einen neuen Begleiter. Das ist Remus. Ein schicker Adler, den ich mir geholt habe. Den habe ich auch als Blutelfe. Und der heißt da auch so. Von daher war das jetzt nicht so schwer, als ich den gesehen habe. Dachte ich, ach komm. Okay, die sind wirklich... Die sehen so ein bisschen aus wie die Trolle aus Harry Potter, ne? So, irgendwie. Ja, der fällt auch irgendwie so. Wie im Film. Lassen die noch mehr fahren, was sie brauchen? Nein, ich müsste mal ein bisschen mehr in das Gebiet hier rein irgendwie. Ist schon witzig hier. Die Gnome lassen sich halt immer was einfallen. Oh, da war einer dieser Adler. Kalimdor-Adler, so heißen die genau. Aber den wir haben, der ist natürlich auf unserer Seite. So. Leute. Können wir die Ölpumpen mal hier zerstören? Weil wir jetzt hier ja schon immer an denen vorbeilaufen. Oh, krass. Okay. Ja, wir können sie zerstören. Definitiv. Oha. Ja, das war deutlich. Ich habe Pflanzen. Dann machen wir die auch nochmal platt. Hier 5 von 10 und nebenbei mache ich die Ölpumpen kaputt. So, die mache ich noch. Dann mache ich wieder einen Cut. Die Schlickwerke. Hilfe, ich habe ein bisschen Angst jetzt. Hier. Boom. Okay, krass. Da die Musik da hinten irgendwie schon wieder ist, die erinnert mich so an... Ach, ich will Kräuterkunde können. Die erinnert mich sehr an die Instanz. Die müsste doch hier auch irgendwo mal sein, die Gnomen-Geschichte. Kommt doch immer nur dann. Ich mag die so gerne, diese Gnomen-Musik. Die ist so witzig. 7 von 10. Du hast auch noch was für mich. Schön. Du nicht. Ist da drinne irgendwas? Tolles? Nö. Ach, die schöne Gnomenmusik. Die kenne ich immer nur von der Blutelfenseite aus. Da ist man ja irgendwie viel schneller mit Gnomen in Kontakt als Nachtelfe irgendwie. Gleich haben wir sie. Eigentlich wollte ich einen Cut machen, aber komm. Jetzt ist gerade so schön hier. Okay, Leute.
Oh, das war keine gute Idee. Hier bin ich schnell gestorben. Ich sterbe so selten. Mit euch zusammen zumindest. Das war keine gute Idee, da irgendwie anscheinend reinzugehen. Manu. Ja, da lohnt sich tatsächlich der Cut. Dann mache ich alles fertig. Also bis gleich. So, alles abgegeben. Ach, was ist das Fenster hier offen? Schönen guten Tag. Herrin der Speer Ivonia. So, ich konnte die Explosion von hier sehen, Alexel. Danke euch wird die Horde keinen Treibstoff mehr vom Mirkfallonsee bekommen. Langsam aber sicher führen wir der Horde Verluste zu. Sie werden kein Bein auf den Boden kriegen, wenn es in diesem Krieg richtig zur Sache geht. Wie geht's? Okay. Schönen Tag auch. Cool. Okay, das haben wir erledigt. Freut uns natürlich, dass wir so schön weit gekommen sind. Es geht immer noch natürlich nach Süden. Da reiten wir dann mit seinem tänzelnden Pony oder was auch immer da. Das werden wir schon finden, seinen Hengst da. Und ja, hier müssen wir dann als nächstes das noch abgeben. Das machen wir dann aber im nächsten Part. Die Ollenpumpen. Naja, jetzt haben wir sie ja kaputt gemacht. Bis zum nächsten Part. Bis dann.